Na Sky, was geht? Ja, jetzt haust du schon ab, oder was? Moin. Moin. Ja. So Leute, guten Morgen. Fast derselbe Bildausschnitt wie letztes Video, nur einmal direkt umgedreht. Jetzt seht ihr die andere Seite der Küche quasi. Ich bin gerade wieder zu Hause angekommen und zwar war ich bei Wenke. Die ist jetzt gerade auf dem Weg zum Steuerberater, beziehungsweise die wird ihren Steuerberatertermin in Oldenburg wahrscheinlich schon durchhaben und jetzt so langsam mal ins Training gehen. Wir sind gestern Lebensmittel einkaufen gegangen und haben uns gedacht, okay, nehmen wir euch einfach mal mit, damit ihr mal seht, was bei uns so in den Einkaufswagen kommt. Und natürlich war es jetzt nicht alles, aber ihr werdet mit der Zeit natürlich auch noch alle Lebensmittel so sehen, die wir so verzehren, beziehungsweise die wir nutzen, um auch eventuell das ein oder andere Gericht mal zu strecken, sprich um das Volumen des Gerichtes zu erhöhen, was natürlich dann auch direkt einen Vorteil in einer Diät ist, sprich wir zeigen euch so ein paar Diet-Hacks. Das Ganze soll alles noch in den nächsten Vlogs kommen, aber hier jetzt erstmal den kleinen Einkauf, den wir gestern hatten. Apfelsaftkonzentrat und Karottensaftkonzentrat und Heidelbeerpüree und so. Aber die sehen lecker aus, ne? Das macht nur die Verpackung. Was für Kinder gut ist, kann für uns nicht schlecht sein. Brauchen wir Obst, Gemüse? Wir sind gerade da. Ich möchte rote. Nein. Doch. Bei uns gibt es nur gelbe. Willst du nicht noch 5 Packungen holen? Bei dir hält doch so eine nur 5 Minuten. Das stimmt wirklich. Hauptnahrungsmittel Tomaten. Die schmecken ja auch gut. Ist nicht einfach, oder? So viel dazu zu deiner Sojasoghurt-Sucht. Hier muss man alles mitnehmen, was man kriegen kann. Was ist los? Nee. Soll ich stehen bleiben? Haben wir noch Hähnchen? Hähnchen? Chicken geht immer, oder? Gut, ne? Willst du es mitnehmen? Theoretisch ja, aber es schmilzt. Also heute nicht. Heute nicht. Aber nächstes Mal können wir den mitnehmen. Eins, zwei. Alle. Wirklich jetzt? Nein, zwei reichen. Okay. Oh. Ich dachte, du hast schon was. Vitalis Knusperpop, Leute. Die hatten wir am Wochenende. Und zwar schmeckt es schon übelst geil, vor allem Karamell. Solltet ihr mal ausprobieren. Die Werte sind nicht ganz so geil, aber für einen Cheat Day oder für einen Cheat Meal Tag oder so, für eine Mahlzeit schon ganz cool. Die schreiben aber drauf, dass es 11 Portionen sind. Das passt nicht, weil bei uns waren es ungefähr 4, 5. Wie viel waren es? 4. Ich glaube, wir haben 4 mal. Jeder hat 2 mal raus was gegessen. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall 11 Portionen passt auf keinen Fall. Der meine 1 zu viel. Das ist nur eine Portion, der nur die 1 zu viel. Ja. Ich brauche noch Bodylotion. Ich auch. Ja, siehst du. Da ums Eck. Da ist Schokolade. Kennst du die? Ja, kommt mir bekannt vor. Das ist nichts Neues.
Das ist oder aber, doch? Das ist gesund, das ist Bio. Das ist Bio. Bio ist immer gesund. Oder Abfall. Sowas passiert nur dir. You're doing it good, buddy. Great job. Das ist clever. So Leute, wir haben euch mal mitgenommen auf unseren Einkauf. Zeigen euch, was wir hier so alles haben. Ganz wichtig natürlich Pepsi Max, Maiswaffeln, einen Shitload an Tomaten, weil Wenke die so gerne mag. Obwohl ich auch Tomaten mag. Aber nur die roten. Aber nur die roten. Eingelegte grüne Bohnen, keine Ahnung, wofür brauchst du die? Zum Essen, zu Rinderhack oder sowas. Oder zu Hähnchen, schmeckt immer gut. Im Salat auch. Und kalorienbewusste Ernährung, Schattenmorellen. Zuckerfrei. Paprika, Chicken für die Gains, noch mehr Chicken für die Gains. Einmal Exquisa und einmal Schafskäse, light natürlich, nur 9% Fett. Champignons für den Salat, weil Wenke ihn so gerne mag. Sojajoghurt, natürlich nicht nur eins, sondern... Und den ungesüßten. Natürlich nur den ungesüßten, sondern direkt eine ganze Palette. Hip. Das sind ja Sternchen. Ja, das sind mir auch Gemüsesternchen. Und Reiswaffeln. Kokosnussmilch, weil Wenke sie lieber mag und Milch nicht so gerne verträgt. Aber ich finde Kokosnussmilch auch ganz geil. Also vor allem mit Kokosnuss-Whey so. Oder mit Schoko-Whey als Bounty. Der kommt mit nach vorne. Ganz wichtig. Besonders nach dem Cheat Day. Und dann haben wir noch so einiges an Cremes und keine Ahnung, was hier noch so alles ist. Deo, Creme, Zahnpasta, Shampoo, Spülung, alles mit dabei. Katzenfutter. Katzenfutter. So, war's das alles? Das war's. Ja? Sicher? Nein, wir haben das Wichtigste vergessen. Deswegen. Wenke war so voreilig und hat das schon mal in ihre Handtasche getan. Überlebensnotwendige Kaugummis, Leute. Ich hoffe, euch hat der kleine Eindruck von unserem Einkaufswagen gefallen. Wir sind danach noch trainieren gegangen. Wenke hat ihre Push-Einheit durchgezogen. Ich habe mein Rückentraining gemacht. Wir versuchen das Ganze jetzt so zu steuern, dass wir am Wochenende wieder quasi zusammen trainieren können. Sprich, dieselben Muskelgruppen trainieren. Deswegen werde ich bei mir wahrscheinlich so ein bisschen was umstellen, damit ich wieder in die gleiche Trainingsfrequenz komme wie Wenke. Weil eigentlich trainieren wir des Öfteren im gleichen Split und supporten uns dann natürlich auch beim Training. Das ist ganz geil. Wir können natürlich nicht gleich trainieren, weil ich teils andere Übungen mache und natürlich auch viel mehr Gewicht mache. Aber es gibt halt Übungen, in denen wir uns gegenseitig supporten können. Und das Ganze ist natürlich dann auch schön, wenn man sieht, der Partner trainiert das Gleiche. Versucht ihn dort zu unterstützen, versucht ihm so ein paar Tipps und Tricks zu zeigen. Egal, ob es jetzt Bewegungsabläufe sind, Grifftechniken, vor allem bei einem Rückentraining. Ich denke mal, das sind alles Themen, da kann man nochmal in dem einen oder anderen Video drauf eingehen. Das Ganze ist natürlich dann auch viel schöner, wenn man es zusammen macht. Natürlich gab es gestern nach dem Training noch was Leckeres zu essen. Ich hatte für uns beide Gerichte von Fit Taste mitgebracht. Für Wenke die Beef Nuggets Ratatouille und für mich die Fit Taste Gains. Wenke steht übelst auf diese Beef Nuggets, vor allem weil das Gericht halt Low Carb ist, hat wenig Kalorien. Für mich halt die Fit Taste Gains, das war, ist eine Mischung aus Chicken, Brokkoli und Reis. Bei den Fit Taste Gains ist es halt so, dass ihr die Möglichkeit habt, die Portion selbst zu steuern, sprich, das macht natürlich dann auch einen Preisunterschied aus. Ihr könnt dann sozusagen also auch mit dem Preis spielen, ist eigentlich ganz geil und ihr könnt euch die Portion so zusammenstellen, wie ihr sie haben möchtet. Aber ich hatte gestern noch einen Skype-Termin mit einem der Geschäftsführer von Fit Taste. Dort wird, was den Content angeht, so einiges umstrukturiert. Seid gespannt, es wird ganz geil. Und vor allem gibt es auch aktuelle neue Gerichte auf der Internetseite. Zum Beispiel dieses Caribbean Chicken Chili Con Carne, auch übelst wenig Kalorien. Ich glaube, es waren bloß 350 Kalorien oder so. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Dementsprechend habe ich natürlich meine Bestellung angepasst und nächste Woche Mittwoch gibt es neue Gerichte. Da freue ich mich schon drauf. Wenn ihr das ein oder andere Gericht mal abchecken wollt,
Ne? Link ist in der Beschreibung. iKid 10 könnt ihr auch noch 10% sparen, deswegen schaut dort mal vorbei. Ich trinke jetzt gleich noch meinen Kaffee leer und dann geht es für mich auch ins Training, und zwar ins Armtraining. Ich werde Arme trainieren, ein bisschen Cardio machen und dann wird es, denke ich mal, Zeit, dass der Bart wieder abkommt, denn zum Wochenende wird es ziemlich warm werden und ich möchte auch nicht mit so einer Matte im Gesicht rumlaufen. Vielleicht werden die Haare noch geschoren. Mal schauen.